Ahlan wa Sahlan in Oman. Das ist jetzt ein omanisches Telefonbuch, das ich gefunden habe. Also man liest es ja von hinten nach vorne für uns Europäer, genau. Dann öffnen wir das mal. Was werden wir wohl als erstes finden? Genau. Den Sultan Qaboos. Spricht man ihm die Ehre zu? Dann kommt Werbung. Werbung. Gut, jetzt suchen wir mal jemanden. Also nehmen wir mal. Also wenn jetzt zum Beispiel alle Ali heißen, wie findet man den dann? Es ist ja hier in arabischer Schrift. Dann wäre zum Beispiel zuerst eben der Name von dem Namen von wieder ein Name und dann der Nachname. Das heißt zum Beispiel Ali von Mohammed, von Talib und dann Alawi. Das ist jetzt ein Beispiel. Und dann hier sind natürlich die arabischen Zahlen. Also wir Europäer haben ja die indischen Zahlen. Und dann kann man die hier so suchen. Man muss einfach wissen, wie welche Väter die haben. Dann kann man die ganz einfach finden. Also es ist ein mega Buch. Bin erstaunt, dass die das noch haben. Das sind dann die Buchstaben. Genau. Business-Sachen haben die dann natürlich in E-Mail-Adresse haben die dann in unserer Schrift, damit das auch so eingegeben werden kann. Es ist eine seltene arabische E-Mail-Adresse. Natürlich wieder Werbung. Und dann zu. Die Omani sind gern am Telefon. Kaffee ist wichtig. Camping in den Bergen oder in der Natur. Und das Handy mit Omantel. Das ist ein alter Wasserturm. Und ich bin hier auf Djebel Akhtar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.